Tagesordnungspunkt Nummer 13, die Aktuelle Stunde mit dem Titel Versorgungssicherheit von Trevag und Sachsenenergie durch erneuerbare Energien wiederherstellen, raus aus Putins Gas. Einreicher ist Fraktion Die Dissidenten. Sie werden starten und in der Fraktionsrunde dann die Freien Wähler. Bitte schön, Herr Lichtin. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich warte jetzt noch, bis die CDU-Fraktion ihre Plätze alle verlassen hat. Wenn Sie hier dieses Thema nicht für so relevant halten, dann bitte ich Sie, den Raum zu verlassen und nicht weiter zu stören, Herr Genschmar. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als wir Dissidenten kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine diesen Antrag auf Aktuelle Stunde stellten, machten die russischen Gasimporte noch 55% aus. Jetzt ist er auf unter 10% gesunken. Trotzdem füllen sich unsere Speicher kontinuierlich und schneller als 2021 auf mittlerweile 88%, dank der Lieferungen unserer europäischen Freunde aus Norwegen, Belgien und Holland. Und dank auch der Industrie, der deutschen Industrie, die seit Mai stetig immer weniger Gas verbraucht, im August etwa 20% weniger, und weitere Einsparungen sind aufgrund der Anordnungen der Bundesregierung zu erwarten. Besonders erfreulich, seit der letzten Augustwoche sinkt der Gaspreis wieder, also nachdem Russland vertragswidrig Nord Stream 1 geschlossen hatte. Dies zeigt, es ist viel zu viel Spekulation im Markt. Aber halten wir fest, die fossile Erpressung des russischen Aggressors scheitert. Eine herausragende Leistung von Bundeswirtschaftsminister Habeck und der Industrie. Vielleicht der wichtigste Beitrag Deutschlands für den ukrainischen Freiheitskampf. Deswegen sage ich ganz bewusst, danke Habeck, danke Ampel. Was sind nun, ja, da können Sie klatschen. Was sind aber die zentralen Erfahrungen seit Februar 2022? Erstens. Versorgungssicherheit und Preisgünstigkeit der Energieversorgung ist auf der Basis von Erdgas nicht gewährleistet. Umwelt- und klimaverträglich war Erdgas nie, nur weniger schädlich als Kohle und Öl. Zweitens, der schnelle Erdgasausstieg ist ein Gebot unserer Freiheit und Versorgungssicherheit. Drittens, die Energieversorgung muss schnell und vollständig auf heimische erneuerbare Energien umgestellt werden in der Strom- und Wärmeversorgung. Wir vergessen nicht, wer uns in diese Abhängigkeit vom fossilfaschistischen russischen Regime geführt hat. Der Putin-Lobbyist Schröder, aber auch die Große Koalition unter Kanzlerin Merkel, CDU und SPD waren sich seit 25 Jahren einig, den Ausbau der Erneuerbaren im Interesse des fossilzentralistischen Geschäftsmodells der Konzerne zu verhindern. Und die schwarz-gelbe Koalition hat 2011 die deutsche Solarindustrie mit Zehntausenden Arbeitsplätzen kaltblütig über die Klinge springen lassen. Aber was trägt Dresden eigentlich zum Thema raus aus Putins Gas bei? Wir haben jetzt einen lauen Energiesparplan, aber trotzdem regen sich manche auf, nicht wahr, Herr Zastrow, dass die Frauenkirche nicht mehr angestrahlt wird. Die Energiewende steht und fällt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber diese Stadt leistet sich immer noch ein Windkraftverbot auf seinem Territorium. Photovoltaik wird eher zufällig ausgebaut. Und die schwarz-grün-rote Landeskoalition bringt entgegen ihren Versprechungen überhaupt nichts zustande. Und die Sachsenenergie? Sie hat bis heute keinen Gasausstiegs- oder Dekarbonisierungsplan. Seit Kriegsbeginn ist die Sachsenenergie regelrecht abgetaucht. Dem Stadtratsbeschluss für eine Dekarbonisierung bis 2035 ignoriert sie souverän. Fazit: saftige Preiserhöhungen für ihre Kunden, auch für die Fernwärme, bekommt die Sachsenenergie gebacken, aber keinen Zukunftsplan. Apropos Hilbert. Im Wahlkampf versprach er bezahlbare Energiepreise. Wir haben es auf allen Plakaten gesehen. Ich frage, wie will er die eigentlich hinkriegen? Wo sind seine Vorschläge? Warum kommt er eigentlich in dieser Stadt mit seinen Sprechblasen immer noch durch? Gerade eben haben wir in der Haushaltsrede zum ersten Mal vage Ankündigungen gehört. Und der Stadtrat? Die Fraktionen der Bürgermeister GroKo von CDU bis Linker wollen sich lieber von der FDP erpressen lassen, als unsere Vorschläge der Dissidenten für mehr Klimaschutz zu unterstützen. Unsere Vorschläge liegen seit März als Antrag auf dem Tisch des Hauses, aber Sie alle ignorieren sie. Man gewinnt den Eindruck,
Die Zeitenwende ist im Tal der Ahnungslosen noch nicht angekommen. Wir Dissidenten wissen, viele Bürgerinnen und Bürger sorgen sich derzeit, ob sie im Winter im Kalten sitzen werden. Deshalb haben wir ein Verbot von Energiesperren beantragt sowie einen Nothilfefonds, der im Oktober im Rat behandelt werden wird. Eins steht aber jetzt schon fest. Niemand wird im Winter frieren müssen, weil wir nicht genug Gasvorräte hätten. Wer anderes behauptet, hat keine Ahnung oder betreibt unverantwortliche Panikmache. Viele sorgen sich aber, ob sie die massiv gestiegenen Energiepreise auch der Sachsenenergie noch werden bezahlen können. An den Handelsmärkten haben sich die kurz- bis mittelfristigen Gaspreise um satte 140-260% erhöht. Wir erwarten jedenfalls von der Sachsenenergie, dass sie ihre Energiepreise in dem Maße reduziert, wie sie von der Bundesregierung entlastet wird. Die Ampel hat Entlastungen beschlossen, die nicht schlecht geredet werden sollten. Etwa Einmalzuschläge von 300 Euro für Erwerbstätige und Rentnerinnen, Erhöhungen des Wohngelds, Kinderzuschläge von 100 Euro je Kind für Grundsicherungsempfänger. Dennoch, die Entscheidungsblockade und die Kommunikation der Ampel ist eine reine Katastrophe. Wer das Gemetzel rund um die Gasumlage oder eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen beobachtet, der kann sich nur mit Grausen abwenden. Die Bundesregierung hat es zu Beginn der Heizperiode immer noch nicht geschafft, die Ausgestaltung der Wohnreihenreform oder den Umfang und den Preis für das versprochene verbilligte Energiekontingent mitzuteilen. Diese Ampel, sie führt so Verunsicherung, wo Verlässlichkeit und Beruhigung der Gemüter das Gebot der Stunde wären. Wir stehen vor einem heißen Herbst, in dem die Putin-Freunde von rechts außen und von links außen die Ängste der Menschen mobilisieren und ausbeuten wollen. Wir im Dresdner Stadtrat, wir haben die Pflicht, das uns mögliche für Gasausstieg, Dekarbonisierung, sichere Energieversorgung und bezahlbare Energiepreise zu tun. Und zwar jetzt und nicht irgendwann. Wir Dissidenten haben unsere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Wir freuen uns auf Vorschläge der anderen Fraktionen, wenn es sie endlich mal geben würde. Eines muss jedenfalls klar sein. Die Zeiten, in denen dieser Stadtrat so tat, der letzte Satz, Herr Oberbürgermeister, in denen dieser Stadtrat so tat, als ob unser städtisches Unternehmen Sachsenenergie keine relevanten politischen Entscheidungen träfe, die müssen endgültig vorbei sein. Endlich wahr. Und auch wenn Sie mir jetzt hier den Saft abdrehen, bleibt dieser Satz die Quintessenz meiner Rede. Ich bedanke mich für diejenigen, die noch genug Herz und Aufmerksamkeit und Interesse an Politik und an dem, wie es unseren Menschen geht, haben. Danke. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde, wie eingangs gesagt, mit Freien Wählern. Herr Heinrich, bitte. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte und Stadtratskollegen, die beiden Neuen in unserer Fraktion, freue ich mich besonders. Ich hatte ja gewusst, dass die Dissidenten diese Aktuelle Stunde beantragen. Der Beitrag von Herrn Lichti war erheiternder, als man es dem Herrn Aschenbach sonst zugetraut hätte. Ich weiß bloß nicht, wie man darauf erwidern soll, weil es ist nichts Sinnvolles gewesen, Herr Lichti. Und das ist das Betrübliche an der Diskussion. Klatschen für Habeck, alles gut und schön. Wir haben Probleme, die wir lösen müssen. Eine Aktuelle Stunde zum Thema erneuerbare Energien ist das, was diese Stadt gerade überhaupt gar nicht braucht. Weil, wie Sie völlig zu Recht gesagt haben, wir haben Probleme, dass die Leute ihre Wohnungen nicht warm kriegen werden in den nächsten Wochen. Und es bringt uns sehr, sehr wenig von, Sie sind so ein Sympath, aber es bringt uns sehr, sehr wenig von Windrädern zu träumen, die in 3 Jahren gebaut werden. Wir müssen Probleme lösen, die jetzt anstehen. Und die ganze Polemik, die Sie hier gebracht haben, diese gesamte Polemik, diese Diskussion und die Putin-Freunde und was hatten Sie gesagt, die Energie- oder die Gasfaschisten in Russland, das ist alles Müll und es zeugt von ihrem Unverstand und von ihrer ideologischen Verblendetheit. Anstatt sich der Probleme der Dresdner Bürger anzunehmen und zu gucken, was wir hier wirklich tun können, halten sie so eine ideologischen Reden zu einer Aktuellen Stunde, die unnötig ist. So. Eigentlich könnte man enden, ich mache es trotzdem nicht, ein bisschen will ich noch reden. Eigentlich müsste man diese Aktuelle Stunde lassen, um Energie zu sparen. Eigentlich müsste man den Stadtrat auf 20 Uhr begrenzen, um hier das Licht ausschalten zu können in den nächsten Monaten. Man müsste die Tagesordnung so straffen, dass so ein Unsinn hier nicht mehr stattfindet. Das wäre sinnvoll. Aber man kann natürlich solche Aktuellen Stunden auch benutzen, um sich hier groß und breit aufzustellen.
Leider ist das, was Sie alles hier sagen, sofern man es überhaupt ernst nehmen kann, in meinen Augen von sehr viel Unwissenheit getragen. Und das Habeck-Geklatsche geht mir ehrlich gesagt auf den Wecker, aber ich habe in der letzten Legislaturperiode oder in der bisherigen auch festgestellt, dass meine Redebeiträge bei Ihnen ja nicht ankommen. Ich dachte immer, Sie sind nur unhöflich, aber ich habe mittlerweile festgestellt, viele von Ihnen verstehen es nicht. Ihnen fehlt schlichtweg teilweise Bildung, Ihnen fehlt naturwissenschaftliches Know-how, Sie ersetzen Ideologie durch Fakten. Und das finde ich halt sehr, sehr bedauerlich. Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt wieder auch, wenn der Herr Habeck sich hinstellt und sagt, wir fahren Kernkraftwerke in irgendwelchen Stand-by-Betrieben. Ja, eine Atombombe, die an einem Ende des Brennstabes immer mal wieder gezündet wird, so eine kleine, so funktioniert nämlich ein Reaktor, die kann man ja nicht einfach mal so ausmachen. Was denken sich die Leute eigentlich? Was denkt sich Herr Habeck mit einer Energieumlage von 300 Euro? Was sind denn 300 Euro? Haben Sie die Stromrechnung mal gesehen? Die Abschläge werden um 100% erhöht. Also jemand, der bisher 30 Euro gezahlt hat, im Monat zahlt dann jetzt 300. Das war's, weg damit mit der Energieprämie, die es da gibt. Das ist also alles nicht zielführend und es wird uns alles nicht weiterbringen. Was wir brauchen, ist eine Sachpolitik. Und ich glaube, und da kann man in meinen Augen nur unserem Ministerpräsidenten Kretschmer beipflichten und deswegen wende ich mich auch wirklich eher an die Fraktionen, die immer als die rechten Fraktionen hingestellt werden, gerade Sie, an die CDU. Wir brauchen tatsächlich ein gemeinsames Auftreten, um diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Wir sind abhängig von russischem Gas. Das können wir schön finden oder das können wir schlecht finden. Wir können Windräder bauen, wenn wir das wollen. Aber wir wollen diesen Winter nicht frieren. Wir wollen nicht noch mehr Unternehmen in die Insolvenz gehen lassen. Wir müssen unsere Wirtschaft retten. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, gerade dass die CDU, aber auch die FDP, wenn ich die kleinen Fraktionen mal mit einbeziehen darf, Herr Katastro, in diesem Winter mal an einem Strang ziehen. Warten Sie doch mal bitte eine Sekunde, bevor Sie wieder reinquatschen. Sie sind ja schon fast wie die Grünen. Wir müssen in meinen Augen uns klar machen, dass dieser Krieg enden muss. Ja, wie auch immer, Krieg ist keine Lösung, Waffenlieferungen sind keine Lösung. Was auch immer die Ampel sich dort vorstellt, das kann doch so nicht gehen. Ich kann nur dann die große Klappe haben und mich breit hinstellen, wenn ich auch breit bin. Aber wenn ich nichts zu essen habe, wenn ich nicht heizen kann, wenn ich keine Energie habe, dann muss ich eine vernünftige Politik betreiben. Und wir Dresdner sollten dafür sorgen mit unseren Stimmen, ob das nun auf der Straße passiert, bei Spaziergängen oder Demonstrationen oder ob das hier im Stadtrat passiert, dass dieser Krieg in einer Verhandlungslösung endet und dass wir zumindest übergangsweise unser Gas kriegen, unser Land erhalten können und unsere Wohnungen heizen können. Und wenn das geklappt hat, dann lassen Sie uns darüber nachdenken, ob Windräder eine Alternative sind, ob vielleicht mehr Solarenergie erzeugt werden muss. Da stimme ich Ihnen ja völlig zu, ist überhaupt kein Thema. Aber was soll das heute auf dieser Tagesordnung? Lassen Sie uns dafür sorgen, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und gemeinsam mit allen, auch den Linken, die einen Frieden hier unbedingt wollen, damit auch wir wieder sichere Gasversorgung haben, dass dieser Frieden schnell kommt. Das ist das Einzige, was wir als Volk und als Dresdner tun können. Und ansonsten ist die Diskussion hier obsolet. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. Herr Dr. Deppe. So, ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nach Klimakrise und Corona-Krise erleben wir nun seit 6 Monaten eine neue Krise, die Energiekrise. Sie ist unmittelbar verursacht durch Putins brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber sie hat weitreichendere Wurzeln. Sie gründet auf der unverantwortlichen Abhängigkeit von russischem Gas und von Gas überhaupt, in die sich Deutschland sehenden Auges begeben hat. Sie basiert auf den eklatanten Fehlentscheidungen von 16 Jahren CDU-Regierungen mit wechselnder Unterstützung von FDP und SPD. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde nach vielversprechendem Beginn durch die rot-grüne Koalition von 1998 bis 2005 sträflich vernachlässigt, ja blockiert, durch die Deckelung des Ausbauumfangs bei Windkraft- und Solaranlagen, unmäßig hohe Anforderungen an Abstände, elendlange und komplizierte Genehmigungsverfahren und Widerstand gegen Stromtrassenausbau von Nord nach Süd, vor allem aus CSU Bayern. Wir stünden jetzt ganz anders da, wirklich ganz anders, wenn es diese Blockade nicht gegeben hätte. Nun muss der grüne Wirtschaftsminister Habeck in der neuen Bundesregierung in Windeseile damit aufräumen und für ein energisches Umsteuern sorgen. Das sogenannte Osterpaket der Bundesregierung schafft jetzt die Voraussetzungen für eine echte Energiewende.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird zur nationalen Vorrangaufgabe. Es werden klare und verbindliche Ausbauziele festgesetzt. Die Bundesländer erhalten Flächenvorgaben. Die Genehmigungsverfahren werden deutlich beschleunigt und Konflikte mit dem Naturschutz aufgelöst. Doch in Sachsen wird immer noch verzögert. Ministerpräsident Kretschmer, CDU, hält die Energiewende für gescheitert, so gestern von ihm in Leipzig zu hören, und will Braunkohle und Atomkraft zur Renaissance verhelfen. Hat dieser Ministerpräsident immer noch nichts von der das Leben auf der Erde bedrohenden Klimakrise verstanden? Was gescheitert ist, ist diese unsägliche Kohle- und gasbasierte Energiepolitik, Herr Ministerpräsident, und nicht die Energiewende. Dem allen zum Trotz müssen wir in Dresden jetzt unsere Handlungsmöglichkeiten energisch nutzen. Wir brauchen eine Photovoltaikoffensive auf städtischen, privaten und genossenschaftlichen Dächern. Wir haben hier ein großes Potenzial und unser Antrag, den wir kürzlich in den Stadtrat eingebracht haben, wird das voranbringen. Und es muss auch noch einmal über neue Windkraftanlagen auf Dresdner Stadtgebiet, zum Beispiel im Westen neben der Autobahn, nachgedacht werden. Vor allem aber muss unser Energieversorger, die Sachsenenergie, Herr Lichti hat schon darauf hingewiesen, in die Pflicht genommen werden zum raschen Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und zur raschen Substitution von Erdgas, von Erdgas in der Fernwärmeerzeugung. Das ist technisch möglich durch Großwärmepumpen, Hitzespeicher, Tiefengeothermie und in einigen Jahren mit grünem Wasserstoff. Und hier sind Sie, Herr Oberbürgermeister, als Vertreter des Mehrheitseigentümers und Aufsichtsratsvorsitzender in besonderer Weise gefordert, und zwar deutlich mehr zu tun, als Sie es in der Vergangenheit getan haben. Kurzfristig brauchen wir jedoch nun Energieeinsparungen. Dazu hat für den Verantwortungsbereich der Stadtverwaltung unter Leitung der Umweltbürgermeisterin Eva Jenigen eine Taskforce sehr gute Vorschläge gemacht, die wir ausdrücklich und in vollem Umfang unterstützen. Von der Energiekrise und den steigenden Strom- und Gaspreisen sind viele Menschen existenziell bedroht. Es ist in erster Linie die Aufgabe des Bundes, diese sozialen Folgen abzumildern. Die Bundesregierung tut hier bereits einiges durch die von Ihnen lächerlicherweise heruntergespielten 300 Euro Energiegeld, durch Heizkostenzuschüsse, durch deutliche Verbesserungen beim Wohngeld und sie wird sicher noch mehr tun. Eine Kommune hat hier finanziell nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Aus unserer Sicht sind aber hier nur Notfallhilfen und sehr gezielte Maßnahmen möglich, wie zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung für die Tafen. Solchen Hilfen stehen wir als Grüne Fraktion aber aufgeschlossen gegenüber und wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten darüber unterhalten müssen, wie wir das am besten bewerkstelligen. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream und hier im Saal. Ja, wann begann die Energiekrise? Die Zahlen, die ich zumindest gelesen habe, Herr Deppe, die haben schon ein Unheil angeboten im November 2021 und zwar massiv. Und da war noch von der Ostukraine und anderen schlimmen Kriegshandlungen noch nicht die Rede. Also wann tatsächlich die Krise, die Energiekrise begonnen hat, ist nicht ausschließlich mit Putins Eintritt in den Krieg oder in seiner Durchführung gesagt. Er hat ihn angezettelt, alles gut. Die Dissidenten haben ein europäisches Thema mit bundespolitischem Thema auf die Agenda dieses Stadtrates gehoben, das zugegebenermaßen in Zukunft wohl die komplette Bevölkerung massiv treffen wird. Der SPD-Bundeskanzler Gerd Schröder und unter Frau Merkel fortgeführte Ostpolitik mit Russland hatte eine klar libertäre Grundrichtung.
Nach dem Grundsatz der absoluten Kostenvorteils von Adam Smith, wonach Außenhandel für beide Seiten vorteilhaft ist, wenn unterschiedliche Preise für ein Produkt gegeben ist, und von David Ricardo verfeinerte Theorie der kooperativen Kostenvorteils, wonach in jedem Fall ein Land Vorteil hat, wenn es günstiger Waren beziehen kann, als es selbst herstellen kann, war im vorliegenden Fall mit Russland und Deutschland gegeben. Auch in anderen vielen Bereichen ist so zu verfahren, Pharmazie und Telekommunikation, auch hier ist Deutschland mittlerweile komplett vom Ausland abhängig. Als konservativer Politiker muss ich mich allerdings korrigierend fragen, bezüglich dieser libertären Grundeinrichtung, ob ich bereit bin, für einen höheren Marktpreis als Konsument ein Stück weit Autonomie des eigenen Landes bereit bin zu zahlen. Heimatverbundenheit, Eigenständigkeit sind Werte, die möglicherweise einen Preis wert sind. Nun lässt sich diese Politik der absoluten kompatiblen Außenhandelspolitik nicht binnen kürzester Zeit korrigieren. Insbesondere nicht der riesengroße Energiemarkt. Deutschland hat freiwillig durch die Bundesregierung, Angela Merkel, der Kernkraft den Rücken zugekehrt. Kohle, Braunkohle, fossile Energien sollen ebenfalls keine Rolle mehr spielen. Es soll ausschließlich erneuerbare Energien stattfinden. Diese in dieser Härte durchgeführte radikale Politik wird jetzt bitter mit hohen Preisen bezahlt. Der Preis, der Tat einer Zeitenwende des Wohlstandes darstellt. Ein Staat gewinnt natürlich Anerkennung und Legitimation, wenn seine Hauptprämissen, für mich zumindest, Wohlstand für alle proklamiert. Also der Traum von einem kleinen Haus, der Traum von einem Urlaub und alles das, was sich vielleicht der ein oder andere wünscht, soll von dem Staat unterstützt werden. Wie kann also aus der jetzigen Misere der Wohlstand für alle, was für mich in der Tat auch ein Demokratiegrundsatz ist und eine Legitimation mit dem Wort eben, dass man alles für das Volk in der Formel der Vereidigung auch tun möchte, umgesetzt werden kann. Und da sind sicherlich die Vorschläge, die wir machen, etwas anderes natürlich wie von der linken Seite oder von anderen, aber auch sie müssen gesagt sein. Es muss zumindest erlaubt sein. Wir sagen, runter mit den Energiesteuern und zwar komplett und zwar kurzfristig, bis diese Krise handelbar ist für den normalen Bürger. Zweitens, es muss so, natürlich so weit, wie es an der EEG-Vermittlerrichtlinie möglich ist. Zweitens, ob die Sanktionen mit Russland treffen oder nicht, ist eine erhebliche Frage, beantwortet wurde sie nicht. Sie kann aber nicht dazu führen, dass die eigene Bevölkerung den Krieg im eigenen Land hat und im anderen Land vielleicht das gar nicht passiert, was man sich wünscht. Steinkohlekapazitäten und alles das, was wir haben, Kernenergie muss wieder eingeschaltet werden, so dass die Bürger wieder ein normales Energieleben haben können. Wir können nicht auf Kosten der Bürger eine solche Politik betreiben. Das ist die Pflicht, die eine jegliche Regierung hat. Zur kommunalen Sache ein ganz kurzer Satz noch, auch wenn das ja hier ein bundespolitisches Thema ist. Mich interessiert die Frage von der TWD, die ja das Geld dann hier durch einen Gewinnabführungsvertrag in den Stadtrat schiebt gewissermaßen, wie sie es haben möchte, dass sie auf der einen Seite die gleichen Gewinne haben möchte und trotzdem gewaltige Kosten letztendlich jetzt weitergibt. Auch da bin ich der Meinung, muss die Sachsenenergie ein Stück weit Partner der Bevölkerung sein. Die Gewinne müssen weniger werden auf Kosten dessen, dass der Bürger weniger zahlen muss. Das halte ich Gebot der Stunde. Vielen Dank. Wir machen weiter in der Fraktionsrunde mit der CDU, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, fällt mir ein bisschen schwer, jetzt hier so nach den drei Redebeiträgen so meinen Beitrag abzulassen. Lieber Kollege Lommel, es gibt keinen Gewinnabführungsvertrag. Das Geld, was in der Sachsenenergie erwirtschaftet wird, finanziert die Bäder und die Verkehrsbetriebe, hatten wir gestern Abend drüber gesprochen. Lieber Kollege Lichti, das war ja Demagogie hier. Dass wir aus Putins Gas raus sind, das haben wir ja nur geschafft. Und auch, lieber Herr Dr. Deppe, der Rest
Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energien herstellen, das funktioniert gerade wohl nicht. Das spürt wohl gerade jeder selber an seiner Energierechnung. Aber auch in Richtung Kollegen Hanisch. Mag ja vieles richtig sein, was Sie da sagen, was die Bevölkerung und was gerade in der Wirtschaft los ist. Aber eins bleibt doch, und das hat unser Ministerpräsident auch so gesagt, den Sie hier so herzlich umarmen wollen. Zum Schluss steht nicht die Ukraine in Russland, sondern die Truppen der Russischen Republik stehen in der Ukraine. Und das bleibt zum Schluss wesentlich. So. Nun müssen wir uns damit natürlich auseinandersetzen, und der Oberbürgermeister hat es in seiner Einbringung zum Haushalt schon deutlich gemacht, und ich bin erstaunt, dass das bislang so hier untergeht, insbesondere bei den Grünen, was hier auf uns zukommt. IHK, Industrieverbände, Handwerkskammern schlagen Alarm und warnen vor einer Wirtschaftskrise und vor unheimlich vielen Insolvenzen. Schwarz ist noch gar keine Farbe, schwarz ist noch hell auf das, was auf uns zukommt. Nach 2 Jahren Corona sind die Rücklagen der Gastronomie, in der Kunst, in der Kulturszene, im Handel und in vielen Handwerksbetrieben aufgebraucht. Die hohen Kostensteigerungen, nicht nur bei der Energie, denn insgesamt ist die Inflation unheimlich hoch, werden zu Insolvenzen, zu Produktionsverlagerungen und zur Arbeitslosigkeit führen, wenn nicht sofort etwas passiert. Aufgrund der hohen Energiekosten haben mittlerweile viele Menschen große Sorge um ihr Auskommen, ihren erarbeiteten Wohlstand und um ihre wirtschaftliche Zukunft. Die Lösung liegt allerdings nicht hier in Dresden, sondern bei der Ampel in Berlin. Es ist völlig klar, das sagen wir auch als CDU, dass wir auf längere Sicht aus fossilen Brennstoffen raus müssen. Da sind wir uns wahrscheinlich mit vielen einig. Dafür bedarf es allerdings viel Geld, vieler Ressourcen und vor allen Dingen Zeit, welche wir aktuell nicht haben. Es ist daher völlig unverständlich, dass der hier bislang so viel gelobte Herr Habeck in Berlin weiterhin ungedeckte Schecks in Zukunftstechnologien für Zukunftstechnologien ausstellt, die wir kurzfristig überhaupt nicht nutzen können. Es ist auch völlig unverständlich, warum bei Gasknappheit immer noch in Größenordnung Gas verstromt wird. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung wie in Dresden ist das ja vielleicht noch nachvollziehbar, bei reinen Gaskraftwerken sicher nicht. Wenn es in Deutschland nicht bei dunkel und kalt, und da meine ich nicht die Jahreszeit, sondern ich meine Unternehmen und ich meine die Häuser und Wohnungen werden soll, dann müssen sofort alle verfügbaren anderen Stromerzeuger wie Kohlekraftwerke, bereits fertig und noch nicht abgenommene Solaranlagen ans Netz und mehr Öl für die Stromerzeugung eingesetzt werden. Die ganze Atomdiskussion versteht kein vernünftig denkender Mensch mehr. Wir brauchen mehr Strom auf dem Markt, sonst werden die Preise nicht spürbar sinken. Vermutlich entsprechen die sehr hohen Energiepreise allerdings der Ideologie vieler Grüner, weil dadurch eigentlich unwirtschaftliche Energieerzeugungs- und Speichertechnologien in den Bereich der Wirtschaftlichkeit kommen. Anders ist das Agieren von Herrn Habeck nicht zu erklären. Liebe Dissidenten und liebe Grüne, wie wollen Sie 3.600 Gigawattstunden Wärmeleistung und 1.500 Gigawatt Energieleistung allein vom Kraftwerk Nossnerbrücke ersetzen? Mit einzelnen Stromerzeugungen und Wärmeerzeugungen, anderen Technologien, wird das nie funktionieren. Wir haben es gestern Abend deutlich gehört von der Sachsenenergie, das würde das Niederspannungsnetz in Dresden um mehrere hundert Milliwatt überlasten. Das heißt, jetzt rede ich, Lichti, aus. Stellt sich hier hin zum Anfang und ruft die Leute zur Ruhe. Das kann doch wohl nicht sein. Bitte jetzt hier dem Redner aber die Aufmerksamkeit schenken und also, die letzten zwei Sätze, das Sparen von Energie wird unser Problem nicht allein lösen. Und wenn wir in den nächsten 20 bis 30 Jahren eine Dekarbonisierung erreichen wollen, was wir auch vorhaben mit der Sachsenenergie, dann bedarf es zumindest in Dresden für den Übergang einer stabilen Gasversorgung. Und darum müssen wir uns kümmern. Danke. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit Fraktion Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte ZuhörerInnen. Die aktuellen Preissteigerungen, insbesondere im Bereich Energie, sind sicherlich eines der Themen, die derzeit am meisten drängen. Monat für Monat erleben wir oder verzeichnen wir derzeit neue Rekordwerte und ein Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht in Sicht. Klar ist, der Krieg in der Ukraine
muss so schnell wie möglich beendet werden. Und das Morden und Blutvergießen muss aufhören. Und die Zerstörung und Kriegsverbrechen durch den russischen Aggressor müssen beendet werden. Und zwar auf politischer Ebene, und das muss in der deutschen Außenpolitik oberste Priorität einnehmen. Aber auch jenseits der Außenpolitik auf kommunaler Ebene kann gehandelt werden. Die hohen Energiepreise ziehen eine ganze Kette nach sich, da die Kosten für Produktion, Transport etc. in allen Bereichen in der Folge steigen. Kleine Betriebe und auch Gewerbetreibende ohne Kapitalpolster im Hintergrund haben Sorge vor hohen Preissteigerungen und auch vor Zahlungsausfällen, die nicht abgefedert werden können. Die Sorge, den Betrieb nicht halten zu können, den Job zu verlieren, greift immer weiter um sich. Und das ist natürlich noch mal mehr ein Thema in unserer Region. Denn viele Leute hier haben Angst vor einer zweiten Deindustrialisierung, vor ähnlichen Entwicklungen und Verwerfungen, wie sie in den 90er Jahren schon einmal erlebt haben. Dazu kommen massive Teuerungen im Alltagsleben, bei Lebensmitteln im Wohnbereich. Im Raum stehen hier Steigerungen der Heizkosten in Höhe von etwa 2 Kaltmieten. Das können für eine Familie in Dresden in einer durchschnittlichen Wohnung schnell mal 1.200 Euro sein und dann noch 100, 200, 300 Euro höhere monatliche Abschlagszahlungen. Das ist für viele Haushalte finanziell einfach nicht zu stemmen. Die Menschen haben schlicht Angst, dass ihre Wohnung, ihre Nebenkosten und ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlen können. Und diese Preiskrise ist eine soziale Krise. Denn die Preissteigerungen treffen vor allem ärmere Menschen, zum Beispiel Rentnerinnen, GeringverdienerInnen, Erwerbslose, Alleinerziehende. Sie geben oft ihr gesamtes Einkommen für den Grundbedarf und Wohnkosten aus. Sparen ist hier für viele eh schon Standard und noch mehr Sparen bedeutet also, Mahlzeiten auszulassen oder die Heizung abzudrehen. Der Anteil, den einkommensschwache Haushalte von ihrem Einkommen für Energie aufbringen, liegt bei etwa 12% und ist damit nahezu doppelt so hoch wie der Anteil von gut verdienenden Haushalten. Dazu kommt, dass einkommensschwache Haushalte auch viel öfter in Gebäuden wohnen, die keine hohe Energieeffizienzklasse haben, die nicht gut saniert und gedämmt sind. Energetische Sanierung, Dämmung, MieterInnenstrom, all das ist auch längst nicht auf dem Niveau, auf dem wir es brauchen. Und die jetzige Situation ist eben auch ein Ergebnis von den halbherzigen Bemühungen der letzten Jahrzehnte, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Viel zu viel Zeit ist hier verstrichen, um flächendeckende Infrastrukturen zu etablieren. Vor der Sommerpause hatten wir hier im Stadtrat die Chance, den Antrag meiner Fraktion Die Linke, Energiearmut verhindern, zuzustimmen, der ganz konkrete Maßnahmen zur Abmilderung enthalten hat, BürgerInnen hier ein Stück weit Sicherheit gegeben hätte. In Anbetracht der Dramatik der aktuellen Situation bin ich wirklich verärgert, dass die Fraktionen von CDU und anderen das verhindert haben. Im Übrigen auch die Dissidentenfraktion, denn die Enthaltung in der Dissidentenfraktion war letztlich die eine Stimme, die zur Ablehnung des Antrages geführt hat. Und heute schwingen Sie hier große Reden in der aktuellen Debatte, aber wenn es darum geht, konkret zu handeln, enthalten Sie sich. Die im Antrag enthaltenen Vorschläge sind aber nach wie vor aktuell. Wir brauchen in Dresden einen Härtefallfonds für Energieschulden. Wir brauchen in der Stadtverwaltung eine Anlaufstelle Energiekosten, an die sich BürgerInnen wenden können. Die Sachsenenergie muss aufgefordert werden, keine Sperren zu verhängen. Und VermieterInnen brauchen wir ein Kündigungsmoratorium, damit Menschen nicht aus ihrer Wohnung fliegen, weil sie ihre Energiekosten nicht auf einmal zahlen können. Bund, Land und Kommune müssen hier alle an einen Tisch, um klare und auch verlässliche Regeln zu schaffen, auf die man sich wirklich verlassen und einstellen kann, weil das jetzige vor sich hin wursteln verunsichert einfach nur. Deswegen, ja, man kann hier in der aktuellen Debatte diskutieren, aber wir brauchen jetzt vor allem konkrete Maßnahmen. Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der einen oder anderen Rede hier heute habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, in welchem Gremium ich heute hier sitze. Das klang stellenweise eher nach Deutscher Bundestag. Vielleicht sollten ein paar Menschen hier im Rund überlegen, ob sie vielleicht meine Kandidatur für diese Ebene anstreben. Da wären gute Redeanteile ja eher zu verbuchen gewesen.
Gestatten Sie vielleicht aber an der Stelle nur einen Kommentar, weil ja sehr viel auch bundespolitisch argumentiert wird. Ampel wird gelobt, Ampel wird gescholten. Ja, die Ampel hat, glaube ich, schon einige gute Maßnahmen auch jetzt auf den Weg gebracht. Das reicht aus meiner Sicht aber auch nicht aus. Ich glaube ganz ehrlich, wir müssen da nachlegen, insbesondere beim Thema Gaspreise, weil das ist das, was viele Menschen gerade wirklich existenziell auch bedroht. Und da muss man wirklich auch mit einem Gaspreisdeckel 70-80% des Vorjahresverbrauchs auch arbeiten. Aber das vielleicht nur ganz, ganz am Rande. Ich finde es erstmal gut, dass die Dissidenten hier mal eine Aktuelle Stunde auch vorgelegt haben, die wirklich auch einen aktuellen gesellschaftspolitischen Inhalt auch hat. Das ist ja auch hier im Rat nicht immer so üblich. Aber trotzdem sollten wir uns ja in erster Linie die Frage stellen, was können wir hier in Dresden tun? Und da sollten wir, glaube ich, hier im Raum auch alle ganz ehrlich sein. Wir werden an der generellen Energiepreissituation, wie sie hier gerade in Deutschland, in Europa und weltweit ist, wenig ändern können. Wir können da vielleicht im Detail ein bisschen herumschrauben, aber wir werden es nicht grundlegend ändern. Und wer hier heute irgendwie suggeriert, dass dieses Gremium hier jetzt dazu einen signifikanten Beitrag leisten könnte, der streut aus meiner Sicht den Menschen ein Stück weit Sand auch in die Augen. Und ich würde tatsächlich da auch ein bisschen größeren Bogen noch spannen wollen. Wir sollten auch aufpassen, dass wir auch in Wahlkämpfen allesamt nicht suggerieren, dass diese Ebene hier auf diesen Bereich einen ganz großen Einfluss hätte. Also Plakate wie deine Energiefragezeichen weiter bezahlbar suggerieren, dass man hier bei einer Oberbürgermeisterwahl darüber entscheiden könnte, wie während des Ukraine-Kriegs sich die Energiepreise weiterentwickeln. Das ist aus meiner Sicht aber nicht der Fall. Und dementsprechend... Ich glaube, wenn wir solche Versprechungen hier in den Raum geben, dann sorgt das einfach nur dafür, dass unsere Legitimation als Gremium und eben auch insgesamt als kommunale Ebene auch sinkt. Dementsprechend sollten wir uns auf die Sachen fokussieren, die wir tatsächlich auch tun können. Und ja, das sind auch einige. Wir können in Dresden natürlich uns auch über das Thema Einsparung Gedanken machen. Das wurde ja hier sehr, sehr heiß diskutiert. Die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister Dirk Hilbert haben ihren Plan vorgelegt. Aus meiner Sicht einen Tacken zu spät, vor allem wenn man das mit Städten wie Leipzig auch vergleicht. Aber immerhin, die Maßnahmen werden jetzt umgesetzt, ist ein kleiner Beitrag, muss man sich sicherlich in den nächsten Monaten weiter anschauen. Wir haben natürlich die Option, hier als Stadt Dresden weiter erneuerbare Energien aufzubauen. Und wir haben aus meiner Sicht sogar die gottverdammte Pflicht. Weil wir sind ein wichtiger Industriestandort. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich unser Industriestandort in Dresden mit seinem sehr, sehr hohen Energiebedarf auch perspektivisch weiter? Und die Frage, wie stark wir erneuerbare Energien ausbauen, ist am Ende, glaube ich, schon auch eine Schicksalsfrage für den Industriestandort hier vor Ort. Schaffen wir es wirklich, die Energie hier vor Ort auch zu produzieren, oder werden erneuerbare Energien in anderen Landesteilen Deutschlands produziert? Ich glaube, das wird bei Großansiedlungen in Zukunft noch eine viel, viel größere Rolle spielen. Und wenn wir da tatsächlich nicht die Rahmenbedingungen so auch ausbauen, dass wir hier vor Ort mehr erneuerbare Energien schaffen, dann wird uns das auf die Füße fallen. Und wir müssen natürlich auch unsere städtischen Unternehmen im Blick behalten. Die Sachsenenergie ist der größte Kommunalversorger Ostdeutschlands, ist ein sehr, sehr großes und auch, glaube ich, schlagkräftiges Unternehmen, wo aber auch aus meiner Sicht beim Thema Dekarbonisierung und den entsprechenden Konzepten noch Luft nach oben ist, wo ich tatsächlich auch erwarte, dass man da wirklich auch einen Plan entwickelt, der auch funktioniert. Aber ehrlicherweise, es nützt, glaube ich, auch nichts, die Sachsenenergie da jetzt pauschal auch in eine Ecke zu schieben, sondern wir müssen da zunehmend gemeinsam an den Tisch kommen, um solche Fragen auch zu klären. Und ein letzter Aspekt, wir haben natürlich als Stadt Dresden die Möglichkeit, Härten abzumildern, Dinge abzufedern, die vielleicht aus dem Lot geraten. Wir können über Härtefallregelungen, wir können über Gespräche mit unseren eigenen Unternehmen dafür sorgen, dass es eben Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen tatsächlich vielleicht nicht ganz so schlimm trifft, wie wenn wir solche Gespräche eben nicht führen. Haben wir Möglichkeiten, leider hat der Stadtrat sich in der Vergangenheit zum Teil dagegen entschieden, solche Regelungen hier auch gut zu heißen. Dementsprechend, das Fazit aus Sicht unserer Fraktion ist, lassen Sie uns auf die Aufgaben konzentrieren, die wir hier vor Ort tatsächlich auch beeinflussen können. Unterlassen wir vielleicht die Aspekte, wo wir nur Sand in die Augen streuen, und lassen Sie vor allem die nächsten Monaten auch sachlich bei dem Thema bleiben, weil ich glaube, es wird noch mehr als genug hitzige Diskussionen zum Thema geben. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Herr Zastrow für die FDP. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Herr Hannig, dass wir jetzt sogar kleiner als die Freien Wähler sind, ich das noch mal erleben darf oder muss. Aber wir sind
Wir sind es aus eigener Kraft. Und das unterscheidet uns von manch anderer Fraktion hier. Wir sind es aus eigener Kraft und wir sind stolz, dass wir das geschafft haben. Und mal sehen. Ja, meine Damen und Herren, das war früher. Wir entwickeln uns ja alle weiter, lieber Johannes, und vielleicht kommen wir ja nochmal. Wer weiß, in diesem Stadtrat ist ja alles möglich. Ich möchte die Energiedebatte aus meiner Sicht mit dem Fazit beginnen, was ich ziehen möchte, nämlich, tja, grün wirkt. Das, was wir in Sachen Energieverfügbarkeiten, in Sachen Energiepreise, in der Frage von Existenzängsten für Bürger und für Unternehmen, für den Industriestandort Deutschland erleben, ist das Ergebnis von ideologiegetriebener Politik und von nichts anderem. Das ist grüne Politik. Es ist schön, dass es jetzt jeder merkt. Auch unser Ministerpräsident, den ich ausdrücklich danke für seine sehr realistische Einschätzung, indem er gesagt hat, dass die Energiewende, die er allerdings ja selber mit zu verantworten hat, gescheitert ist. Aber er ist endlich aufgewacht. Ganz drollig fand ich Herrn Habeck, der ja völlig wütend im Bundestag gesprochen hat und dort auf die CDU gezeigt hat. Er hat zu Recht auf die CDU gezeigt, ja. Was er nur vergessen hat, ist, er hat auf eine CDU gezeigt, die grüne Politik gemacht hat unter Merkel. Hätte sie das mal nie gemacht, wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Das ist das Ergebnis. Wir können weiter von den Segnungen erneuerbarer Energien hier träumen. Und ja, wir brauchen mehr. Nicht im Wald aus Naturschutzgründen und auch nie vor den Haustüren der Menschen im ländlichen Raum. Das nie. Aber wir brauchen sicherlich mehr. Gar keine Fragen, das soll auch sein. Aber nur mal, ich habe gerade heute noch mal nachgeguckt. Wir haben Kapazitäten in Deutschland, Solar- und Windkraftanlagen von 60 Gigawatt. Das können wir abrufen. Wissen Sie, was wir abrufen? Gerade heute, ne? 17,5 Gigawatt Windenergie und Solarenergie 15,5 Gigawatt. So gut wie nichts davon setzen wir am Ende um. Und selbst Herr Dr. Deppe, am schönsten Sommertag in diesem Jahr hätten wir ohne Kohle, die immer noch den größten Beitrag zur Stromerzeugung in Deutschland leistet, ohne das einen Blackout erlebt. Das ist doch die Realität und den müssen wir uns stellen. Mit Ihrem Moralpopulismus werden Sie hier nichts erreichen. Das Einzige, was Sie erreichen, ist, dass wir am Ende weniger Möglichkeiten in Deutschland haben, dass wir unseren Industriestandort ruinieren und dass wir Energie noch teurer für unsere Menschen, für unsere Bürger machen. Und das kann es nicht sein. Aber ich sage nochmal, grün wirkt. Wenn wir in Deutschland nicht einen Charakterzug hätten, der uns auch in unserer Geschichte schon ganz viel, wie soll ich sagen, ganz viel ja, Unangenehmes eingebracht hat, nicht nur uns, sondern auch anderen auf dieser Welt, wenn wir nicht immer so stur wären, sondern Lerneffekte es auch bei uns gäbe und wenn wir die Kraft hätten, zu korrigieren, dann würden wir auch den Weg der Energiepolitik in Deutschland korrigieren, meine Damen und Herren. Selbstverständlich müssten wir in diesem Winter, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber auch nicht frieren, selbstverständlich können wir auch weiter bezahlbare Energie haben. Warum? Weil ein ganz wesentlicher Preistreiber unserer Energiepreise ist ja nach wie vor der Staat. Aber ganz massiv, egal ob es dieses aus meiner Sicht lächerliche Entlastungspaket dort zu nennen ist, sondern mit Steuern und Abgaben sind wir der größte Energiepreistreiber nach wie vor. Da können Sie gucken, das ist 31,1% des Strompreises macht der Staat, natürlich. Und wenn wir auf Benzin und Diesel gucken, sind es sogar ungefähr 42%. Da ist doch der Staat in der direkten Verantwortung. Da könnten wir übrigens auch korrigierend eingreifen. Wir haben übrigens auch Kohleenergie hier. Wir haben übrigens auch Atomenergie. Und natürlich müssen wir zur Atomkraft zurückkehren, wie es alle anderen Länder in Europa ja auch tun. Das wäre eine vernünftige Energiepolitik. Ich bin da sehr dafür, meine Damen und Herren. Dass wir in Dresden Energie sparen sollten, ja, das ist sicher richtig. Das tut übrigens jeder, also ich tue das, unser Weihnachtsmarkt zum Beispiel ist komplett auf LED-Lichter umgestellt, selbst dieser schöne blaue Baum verbraucht so gut wie gar nicht, das haben wir von vornherein gemacht. Jetzt habe ich mal geguckt, weil es ja Ihre Parteifreunde sind, die für den Bereich zuständig sind und Frau Jenigen, leider sitzt sie, leider, Entschuldigung, sie sitzt nicht hier,
habe ich mal geguckt, was ja so eine Kernaufgabe ist. Zum Beispiel, wir haben doch gerade mal 15% der Dresdner Straßen. 10%, wenn wir so weitermachen mit dem Thema, wie wir es bisher haben, nämlich 3%, ich komme zum Schluss, im Jahr umstellen, brauchen wir unter grüner Führung 28 Jahre dazu. Machen Sie doch erstmal Ihre eigenen Hausaufgaben, bevor Sie auf andere zeigen, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Soweit zur Diskussion zur Aktuellen Stunde.